Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum großen Börsen-ABC. Heute B wie Börse. Und ja, liebe Anfänger, das Video ist für euch. Ich möchte euch erklären, was eine Börse ist und wie die funktioniert. Aber auch ihr Profis da draußen, ich bin mir sicher, mindestens eine Information werdet ihr spannend finden. Börse ist natürlich ein geregelter Handelsplatz. Was wird an der Börse gehandelt? Aktien, Anleihen, Rohstoffe. All diese Dinge werden an Börsen gehandelt. Es ist der Handelsplatz, wo also Angebot und Nachfrage zusammenkommen, wo sich verschiedene Händler treffen, wie auf dem Marktplatz eben auch. Nur, dass hier nicht Gemüse gehandelt wird, sondern eben Aktien, Anleihen und zum Beispiel Rohstoffe. Der ganze Umsatz, der an diesem Marktplatz der Börse gemacht wird, wird dann eben als Börsenumsatz bezeichnet. Der war im letzten Jahr über 50 Billionen und der steigt ständig. Das Handeln ist also an der Börse organisiert. Das hat den großen Vorteil, dass man sich um die sogenannten Nuancen hier keine Gedanken machen muss. Und anders als früher, wo die Händler ja wirklich noch geschrien haben, im Pit getradet haben, wird ja heute sehr, sehr viel elektronisch gemacht. Die erste Börse, die gibt es auch schon sehr lange. Die wurde damals in Belgien, ganz genau in Brügge gegründet. Das war 1409. Ist also schon über 600 Jahre her und man ist sich uneins, wo eigentlich der Name Börse herkommt. Es gibt zwei Vermutungen. Das eine ist da, wo dieser Handel regional tatsächlich organisiert war, in Brügge selber. Das war sehr nah bei dem Patrizierhaus der Familie van der Börs. Daraus lässt sich natürlich vermuten, dass man da eben von diesem Patrizierhaus und dieser Familie einfach den Namen Börse mit übernommen hat. Das andere ist ein spätlateinischer Ursprung vom Namen Bursa. Bursa steht eben für Lederbeutel, hat sich ja heute auch noch in der Sprache durchgesetzt. Die Geldbörse ist ja eben auch eine Börse, nur eben dann keine Handelsbörse als Handelsplatz für Aktien, sondern die Geldbörse im Portemonnaie. Also man weiß es nicht genau, ob es jetzt von Van der Börs kommt oder von diesem Bursa. Fakt ist, den Begriff Börse gibt es schon sehr lange und die erste Börse wurde eben 1409 gegründet. Die zweite Börse kam dann 1460 in Antwerpen und die ersten Börsen in Deutschland, die wurden tatsächlich 1540, also 131 Jahre später gegründet. Und nein, es war nicht die Wertpapierbörse in Frankfurt, die wurde erst 1585 gegründet, sondern 1540 sind zwei Börsen gegründet worden. Die eine war in Augsburg und die andere in Nürnberg. Warum in Bayern, warum in Augsburg, warum in Nürnberg? In Augsburg war damals die Familie Fugger. Das war ja diese sehr, sehr bekannte Familie, die eben sehr viel Handel auch betrieben hat und die eben dieses ganze Patriziertum genutzt hat und da eben eine sehr große Firma aufgebaut hatte, sehr vermögend war. Und tatsächlich, wenn man das heute umrechnen würde, alle Fangaktien zusammen hätten heute nach heutigem Maßstab ein geringeres Vermögen, also eine geringere Marktkapitalisierung als das ganze Vermögen der Familie Fugger, was eben zeigt, wie groß und wie mächtig diese Handelsfamilien waren. Und die sind eben auch ganz wichtig und ganz, ganz, ganz stark daran interessiert gewesen, diese Börse dann tatsächlich in Augsburg zu gründen, um da eben entsprechend den Handel nochmal weiter zu treiben. Dann die Börse, die heutzutage die größte Börse ist, das weißt du wahrscheinlich, das ist natürlich die New York Stock Exchange in den USA, in New York, die wurde erst 1792 gegründet, wo der Handel eben auch vollautomatisiert stattfindet und wo das eben das Zentrum, das Epizentrum, wenn man so möchte, vom normalen Handel ist. Also zusammengefasst, was ist eine Börse? Es ist ein Handelsplatz, wo Angebot und Nachfrage heute völlig digital zusammenkommen, wo du eben Aktien standardisiert handeln kannst. Das Schöne an allen diesen Gütern, die an der Börse gehandelt werden, ist, dass sie fungibel sind, bedeutet also handelbar und dass die Nuancen gleich sind. Also ist egal, ob du die erste oder die zehnte oder die hundertste Siemens- oder Apple-Aktie kaufst. Du hast immer den genau gleichen Anteil an dem jeweiligen Unternehmen. Deswegen kann dieser Handel völlig standardisiert in Millisekunden stattfinden. Und die Börse ist also der Platz, wo du handeln kannst. Früher war das tatsächlich noch physisch. Durch die digitale Revolution ist es hochautomatisiert. Viele Roboter sind natürlich auch da am Markt aktiv. Ich persönlich finde das sehr gut, weil das schafft Liquidität, das schafft für Privatanleger auch bessere Preise. Und wenn du eben das mal ausprobieren möchtest, dann geh an die Börse, handel da. Wie gesagt, das kannst du auch nicht direkt machen, sondern du hast immer einen Handelspartner,
der dann die Börsenzulassung hat. Das ist alles natürlich rechtlich sehr genau organisiert. Es gibt auch ein eigenes Börsengesetz, wo diese ganzen Trägerfragen auch geregelt sind. Die deutsche Börse selber ist zum Beispiel auch gar nicht die Börse an sich, sondern das ist ein privatrechtliches Unternehmen, was eben in Frankfurt an der IHK an diesem Börsenplatz sitzt, wo dann eben ein öffentlicher Träger dahinter steht. Also das ist organisiert, dass da eben auch ein privates Unternehmen nicht betrügen kann, keinen Quatsch macht, ist es in der staatlichen Organisation. Das heißt, die Börse ist also der Platz zu handeln, sehr gut organisiert, ein Handelsplatz für deine Geschäfte. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du das Börsen-ABC magst, dann gib mir gerne den Daumen nach oben. Schreib mir auch gerne in die Kommentare rein, bei welcher Börse du so handelst. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Video hier auf meinem Kanal wiederzusehen.